Mitte September präsentiert BMW auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt das neue Hybridmodell der 7er Reihe. Die auf den Namen Active Hybrid 7 hörende Luxuslimousine beeindruckt durch einen Benzinverbrauch von 9,4 Litern auf 100 Kilometern und einem CO2-Ausstoß von 219 Gramm pro Kilometer. Schriftzüge an C-Säule, Heck und Einstiegsleisten sowie eigene 19-Zoll-Felgen sind die einzigen Unterscheidungsmöglichkeiten zu seinen Brüdern ohne Hybridantrieb. Auf der neuen Hybrid-Technologie bauen auch zusätzliche Komfortfunktionen auf. Erstmals kann auch bei ausgeschaltetem Motor die Klimaanlage betrieben werden. Überhitzte Innenräume zu Beginn der Reise gehören damit der Vergangenheit an. Der Fahrgastraum kann bereits vor Beginn der Fahrt auf eine angenehme Temperatur heruntergekühlt werden. Als erster BMW mit Automatikgetriebe hat der Active Hybrid 7 eine Auto-Stopp-Start-Funktion, die Leerlaufphasen beim Halt an Kreuzungen oder im Stau verhindert. Trotz der umweltschonenden Auslegung ist das Hybridmodell alles andere als eine lahme Ente. Dank 465 PS beschleunigt er von 0 auf 100 km/h in nur 4,9 Sekunden. Und das sind sportwagenähnliche Werte. Und für alle, die gerne noch mehr Active Hybrid 7 haben möchten, bietet BMW diesen auch als Langversion an. United Pictures TV.